Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Antrittsbesuch in Stuttgart. Ein wirklicher Antrittsbesuch sei dies ja nicht, so der langjährige Außenminister. Vielmehr lerne er jetzt auf seinen Deutschlandreisen die 16 Bundesländer und deren Menschen noch einmal besser kennen. Die Landesregierung will auf dieser Baden-Württemberg-Reise Projekte vorstellen, die beispielhaft für eine lebendige und moderne Demokratie sind. Steinmeiers Tag war mit einem Empfang in der Staatskanzlei gestartet. Im Anschluss stellte er sich im Medienzentrum des Landtags mit sichtlicher Freude Fragen, die rund 200 politisch oder gesellschaftlich engagierte Schüler und Jugendliche als deren drängendste Themen gesammelt hatten. Einerseits werden Jugendliche nicht gehört, nicht ernst genommen, ist oft nur Symbolpolitik. Basisdemokratie, wozu ich jetzt einfach mal auch Wählen ab 16 zähle. Dass viele Jugendliche eben nicht mehr zur Wahl gehen, dass viele sagen, ich brauche nicht wählen und dass auch viele den Ernst eben einer Wahl nicht verstehen oder auch dieser Demokratie. Wahlrecht für alle, wer hier lebt, soll hier auch wählen dürfen. Gerade jetzt auch im Kontext der Flüchtlingsbewegung. Angesichts der Wahlergebnisse in Deutschland und Europa fordert eine Mehrheit der Schüler auch mehr politikwissenschaftlichen Unterricht. Vor allem aber auch mehr statt weniger Europa sowie eine härtere Linie gegen nichtdemokratische Staaten. Alle Themen kann Steinmeier nicht behandeln. Vor allem die Außenpolitik aber liegt dem ehemaligen Außenminister sichtlich am Herzen. Das ist beim Thema Türkei im Augenblick die leichteste öffentliche Kommentierung und sagen, uns gefällt das nicht, was Erdogan in der Türkei macht, gefällt uns ja auch wirklich nicht. Das ist ein Rückschneiden eines Standards, ich will gar nicht sagen demokratischen Standard, aber Standard in einer demokratischen Entwicklung, der wirklich beunruhigend ist. Die Frage sei, ob ein Cut mehr bringe als mögliche kleine Schritte durch Dialog. Heißt das, dass wir keinerlei Beziehungen mehr zu Türkei, zu Russland oder anderen schwierigen Staaten haben? Und ich glaube, das wäre einfach ein schlechter Rat. Das muss ein Außenminister oder das muss eine Regierung sich zumuten. Besonders aber liegt Steinmeier sichtlich die Forderung der Jungen nach mehr Europa am Herzen. Was das Thema Europa angeht, ist es wie mit dem Thema Demokratie. Solange sie da ist, denkt eigentlich keiner drüber nach, hält es für eine Selbstverständlichkeit und man lebt ein bisschen so, als sei die Demokratie mit einer Ewigkeitsgarantie ausgestattet, ist sie aber nicht, sondern sie wird nur leben und überleben und weiterleben, wenn sich Menschen wie ihr hier im Raum dafür engagiert. Auch mit Europa verhalte es sich so. Wir müssen denken an die historische Begründung Europas. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, die Besinnung der europäischen politischen Führer darauf, das darf nicht wieder passieren, deshalb schaffen wir das gemeinsame Europa. Aber auch der Blick nach vorne muss gelten. In einer Welt, die sich gerade neu ordnet, wo neue Partner hinzukommen, die vielleicht die zukünftige Ordnung bestimmen, China wichtiger wird, als es in der Vergangenheit war, da muss man sich entscheiden. Werden wir zum Spielball anderer oder spielen wir auf dem Spielfeld mit? Dass gerade Junge wie hier mehr politische Initiativen und mehr Europa forderten, ermutige ihn, sagt Steinmeier später, denn zu beidem gäbe es keine Alternative.